Willkommen, liebe Leute, zu dem letzten Part tatsächlich von Super Mario Run. Wir gehen mal zum Königreich und damals zum Shop und schauen uns das Dummagesvent nochmal an. Da haben wir als Beispiel eine Gebäude, die wir kaufen können. Und ich hatte euch das ja noch nicht wirklich gezeigt. Also im Kingdom Builder geht es jetzt darum, sein eigenes Pilzkönigreich zu bauen. Naja, wir haben jetzt 2 von den Totoro-Häusern erworben. Und die kann man jetzt, kann man jetzt eben dahin bauen. Yoshi-Haus zum Beispiel, das gibt es noch nicht freigeschaltet. Naja, also man kann ja die Charaktere Yoshi, was das andere? Peach, weiß ich nicht, ich glaube Peach gibt es irgendwie was anderes. Aus dem Fall Yoshi und Toadette kann man irgendwie freischalten. Den man, und Luigi war es genau, den man deren Häuser baut und die muss man dann Totrally freischalten. Was ich jetzt gerade gemacht habe, war eben einfach 3 Häuser einzubauen für Toads. Und die Toads, die man eben dann in der Totrally erspielt, können dann letztlich da in die Häuser einziehen. Und da habe ich noch eine Deko gekauft. Soweit aber so ein Kingdom Builder. Ich denke mal, das sollte erklärt sein, um was es geht. Denn jetzt wollen wir die Totrally nochmal spielen. Und schauen, dass wir tatsächlich erfolgreich werden, um so Toads in unser Pilzkönigreich zu bekommen. Und dann mal so schauen, inwiefern wir das Pilzkönigreich dementsprechend tun können. Ja. Und ja, liebe Leute, ich weiß, das ist der letzte Part von Super Mario Run. Ich werde mich nicht mehr wirklich jetzt. Also ich habe bis jetzt eigentlich so einen Steuermodus gespielt. Ich habe jetzt 2-mal die Totrally gemacht. Bisschen Kingdom Builder nicht so wirklich, das ist mir auch bewusst, definitiv. Aber ich finde, das passt so eigentlich auch. Also, das würde ich jetzt sagen und ich bin der Meinung, wir brauchen jetzt nicht irgendwie noch mehr Parte irgendwie jetzt für den Kingdom Builder oder Totally verwenden. Ich meine, da möchte ich einfach nur mal zeigen, wie es eben geht und es ist jetzt in dem Fall, wie ich euch in Part 2 schon mal erklärt hatte, wo es darum ging, alle kostenlosen Inhalte zu spielen, im ersten und zweiten. Das war in dem Fall eben die erste Welt und Totally Aktion. Da habe ich es ein bisschen auch erklärt, wie das Ganze eben funktioniert. Man muss letztlich besser sein als der andere Partner, in dem Fall die Prinzessin Peach, ne? Indem man einfach mehr Skills hat, nicht verreckt oder weniger verreckt als der Partner. Und immer wenn man halt eine coole Aktion macht, was ist was, ein Salto-Sprung oder sowas, erscheinen eben unten Toads, wie man jetzt hier sieht. Je nachdem, welches Schwierigkeitsstufe man ausgewählt hat, sind das entweder rote, blaue oder gelbe Toads, wie jetzt sehen wollt, wenn da nicht mein Like-Button hängen würde. Ja. Und ich glaube, diesmal haben wir, und wenn man das eben gut macht, dann gewinnt man. Und hier in dieser Animation zeigt man, was man gut gemacht hat, was man nicht gut gemacht hat, wie viele Punkte man jetzt hat. Und dementsprechend auch, wie viele Toads zu seiner Seite kommen. Dann ist es so, alle Toads, die da oben schon mal sind, also die da oben rumtanzen, kommen zu einem und zusätzlich noch ein paar Toads von unten. Dann wird unser Ergebnis aufgetunt und wir haben eben 92 Punkte, 93 Roy sogar, haben gewonnen. Und diese Toads kommen dann letztes bei uns dazu, 55 und 93. Ja, da waren halt noch ein paar Lilane dabei, dementsprechend macht das Sinn, glaube ich. Ja. So oder so ähnlich. Auf jeden Fall, probieren wir die Totrally nochmal zu machen, denn ich möchte noch andere Toads tatsächlich. Wir haben erreicht, das was sind Totrally Tickets. Die reißen dicke. Vielleicht war es ursprünglich mal, man kann sich ja fragen, ne, wozu denn überhaupt die Totrally Tickets? Ich vermute mal, vielleicht waren die irgendwann mal als Zusatzinhalt gedacht, und die werden jetzt auf die grünen Toads stürzen, by the way, auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht waren das irgendwie mal als Zusatzinhalte gedacht, irgendwie, dass man quasi so Totrally-Tickets kaufen kann, so in App käufen. Und letztlich haben die das dann irgendwie nicht gemacht. Deshalb auch immer, wer weiß. So, 150, das ist jetzt mal so ein bisschen größerer für meine Verhältnisse, weil ich mich mit der Totrally noch nicht so wirklich beschäftigt hatte. Das werde ich dann in der letztes offline machen. Und mir das dann da aufscreen einfach mal anschauen, was da eigentlich nochmal
bisschen die Tutorial durchspielen, aber ich mache das jetzt nicht mehr in Let's Play Form. Wozu? So, wir haben jetzt zum Beispiel einen blauen Toad, der uns winkt, dass ich freut, dass wir. Okay, ich bin farbenblind. Es ist ein grüner Toad. Wie komme ich bitte darauf, dass es ein blauer Toad ist? Ich bin ja so dumm. Ne? Ein Grün freut sich immer bei uns, bei denen ist es ein roter. Grüner bekommt man, zwei Grüne haben wir jetzt eben, wenn man letztlich fortgeschritten ist. Jetzt haben wir es in drei Toads, die sich freuen. Und durch 36 Sekunden, genau, der ist auch ein grünen Toad. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau ist, ob man einen roten, ob man jetzt einen grünen bekommt oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob das tatsächlich was mit Fortschritt zu tun hat oder so. Ne, weil während ich jetzt drei Grüne habe, hat der ein Grün und zwei Rote. I don't know if this is true or if this is how it must be, I don't know. Jetzt hat er zum Beispiel einen Grün und ich einen Roten. Und noch 10 Sekunden in diesem Match zu spielen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Edit out und ich bin einfach mal vor Schluss nochmal verreckt. Das haben wir sagen, wirklich eine unnötige Funktion. Das war doof, dass ich das gemacht habe. Da bin ich jetzt auch erst unhappy. Und ich glaube, wir haben dieses Mal eventuell sogar verkackt. Auf gut Deutsch, es sieht sehr danach aus. Oh mein Gott. Wir haben diesmal so richtig derbe verkackt. Das ist mir peinlich. Schade. Naja, sowas kann auch mal passieren. Also ich weiß nicht, ob ich mich auch mit der Tortellsack so anfreunden kann. Ich finde die jetzt nicht so. Wir haben nur vier, in Anführungsstrichen, vier rote Toads verloren, sonst nichts. Aber wie gesagt, ich hab Totally wenig gebracht, aber es kann mich mit irgendwie auch nicht wirklich anfreunden. Ich meine, man tut da letztlich nur gegen andere Gegner irgendwelche Aktionen spielen. Ist ehrlich gesagt nicht so meins. Aber wir probieren es nochmal aus. Diesmal einen Gegner, der vielleicht angemessen sein könnte. Und keinen so großen. Aber manchmal hat man das Problem, man hat einfach nur so große Gegner vor sich. Und das ist nicht schön. So. Ready, run! Und los geht's. Vielleicht haben wir jetzt hier mehr Glück. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte jetzt einmal tendenziell hoffen, dass dem so ist, aber ich habe keine Ahnung. So, ja. Natürlich gilt, wenn man Münzen aller Art ansammelt, freuen sich die Toads, wenn man solche Aktionen macht, wie auch immer nicht so. Münzen raus natürlich mit einem Vorteil. Gerade wenn man lila Münzen oder eben, wie man fortgeschritten ist, sogar. Was war die andere Farbe? Blaue, glaube ich, oder graue Münzen, schwarze Münzen einsammeln, dass es die anderen Farben nicht noch gibt. Ne, hab ich gerade vergessen. Also, lila war einfach. Ne, rosa, sorry. Ne, wenn man rosa, lila oder schwarze Münzen irgendwie sammelt, sogar, dann ist man schon einfach ein Vorteil, weil da hat man Münzen gesammelt. Vielwertige Münzen. Bekommt damit. Bekommt dementsprechend natürlich mehr Punkte. Der genauso ist, wenn man eben Gegner platt macht und sonstige coole Aktionen mit der Flag betätigt, da freuen sich die Toads natürlich. By the way, die ersten mit der Flag überhaupt, die ich in Super Mario Run gesehen habe. Ja, nicht bewusst, dass es die gibt. Jetzt wissen wir es. Ja. Und weil das Prinzip von Toad ist sicherlich ganz witzig, aber mir persönlich gefällt es einfach jetzt nicht so. Dementsprechend kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Aber schauen wir mal. Wer weiß, vielleicht haben wir hier gewonnen und ich ändere meine Meinung. Nee, aber auch wenn wir gewonnen haben. Gilt immer noch Super Mario Run. Story Mode, S-Cool mag es gern. Online Mode bringt's nicht so, finde ich. Macht mir persönlich nicht so viel Spaß. Und ihr merkt schon, ich fange zu langsam so mit der Bewertung an. Ne? Und ich habe knapp verloren, was mich leider Gottes sehr nervt. Nee, nicht mal. Ich habe gewonnen, das finde ich cool. Sehr gut, hab man auf den Tor zu bekommen, aber trotzdem, wie gesagt, Story Mode hat man halt sehr schnell durch, macht aber schon Spaß. Für die kurze Dauer. Pilzkunde, Kreisbauern, My Animal Crossing Filme oder Sims, Filme sag ich schon, Animal Crossing Fans oder Sims Fans, so in die Richtung gehend, wird das sicherlich erfreuen.
bin ich eigentlich auch, also ich bin auch so der Typ, der gerne einfach mal irgendwie zum Runterkommen oder so, einfach mal Stunde Animal Crossing zockt oder so, oder mal The Sims spielt und dann eigentlich Satter stellt. Mag ich eigentlich ganz gerne solche Spiele. Ich werde auf jeden Fall, ich freue mich auch noch auf Animal Crossing Mobile tatsächlich, wenn es das heißt. Weil ich bin, ich weiß, ich bin Junge, aber ich bin schon Fan der Animal Crossing Reihe. Ich liebe auch Animal Crossing New Leaf tatsächlich von Nintendo 3DS und Animal Crossing Let's Go to the City für die Wii. Ja, leider war ja Amiibo Festival ein Totalausfall, aber auch dieses habe ich ein bisschen mal gespielt letztes Jahr. Und werde auch dieses, trotz Totalausfallmäßigkeit, es auch Let's Playen. Bei Gegebenheit, wenn wirklich mal nichts anderes anlegt, wobei das sehr selten sein wird, dank der Nintendo Switch. So, dieses Stage hasse ich wirklich. Hier kommen so viele Segen, ich hasse die. Die ist der letzte Horror. Ne, ich fall ständig nur gegen irgendwelche Segen. Und der Kack ist, wenn man es abpressen möchte, setzt Nintendo einen sogar unter Druck. Weil er sieht, wenn man abbricht, gehen ein paar Toads weg. Und da kann man lieber gleich es probieren und verkacken, als abzupressen, weil beides irgendwie Minus-Toads machen würde. Und das ist auch so der Hauptgrund, den ich jetzt merke, ich gerade wirklich heißer finde. Also, Toads Rally, der Modus, gefällt mir persönlich einfach nicht so, muss ich ehrlich zugeben, ist ja gar keine Sache. Ich werde diesmal jetzt verkacken. Egal, der Story Mode hat mir gesagt Spaß gemacht von der App. Dementsprechend Story Mode wurde ist, ja, Steuerung alles perfekt. Mir haben da nur ein paar Level nicht ganz gefallen. Story Mode wurde von mir 9 von 10 Punkten bekommen. Kingdom Builder, dieser Modus, Mai, ist witzig. Gefällt mir sich eigentlich auch ganz gut. 8 von 10. Toad Rally leider, weil es mir einfach gar nicht gefällt. So wirklich nur 5 Punkte von 10. Und damit bin ich bei einer sehr netten Gesamtwertung. 7 von 10 Punkten würde ich dieser App dementsprechend geben. Meine persönliche Meinung: 3 Punkte gibt es Abzug. Und Gameplay Übersetzung heißt das eben 4 von 10 Sternen. Bei 4 von 5 würde ich der App geben. 1 Stern eben Abzug. In dem Fall 3 Punkte. In meinem Wertesystem. Weil ich finde, dass die Toad Rally nicht gut gelungen ist und auch manche einzelnen Level nicht gut gelungen sind. Es ab und zu laggt, solche Sachen, aber insgesamt und auch viel kostet verhältnisgemäß. Aber der Content, den die anbieten, ist wertig genug, um 4 Punkte auf jeden Fall zu geben. So, das war mein letzter Part. Wir hatten uns hier Toad Rally nochmal angeschaut und der Kingdom Builder. Ich hoffe, es hat das Projekt gefallen und ja, falls ihr gerne wieder öfter Mobile Games wollt, ne? Wir haben mal so einen ersten Part von Fire Emblem Heroes gehabt. Da geht's die Tage jetzt auch wieder vermehrt weiter. Lasst einen Daumen hoch. Und ja, lasst eine positive Wertung da oder einen Kommentar, wenn ihr wollt. Dann tue ich noch schnell die Gadgets einsammeln. Bedanke mich fürs Zusehen. Von dem Part von Super Mario Run. Macht's gut, Leute. Ja, vielleicht noch eine Sache ganz kurz, falls irgendwann wieder Bock habt, einfach mal das zu spielen, kann vielleicht sein, dass irgendwie, keine Ahnung, im Monat oder so noch ein weiterer Toad Rally Part kommt, ne, kommt darauf an, ob ich Lust habe. Wenn ich Lust habe, mache ich einen Laden hoch, dann kommt noch einer, aber offiziell geht dieses Projekt als beendet. So, danke fürs Zuschauen, wie gesagt, liebe Leute von Super Mario Run, danke für die ganze Aufmerksamkeit in den letzten Parts, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.